Was geht ab? Cooles Wieso? Outfit. Wieso machst du gleich Aufnahme? Ich wollte erst mal Mikro testen. Ach so, oh, ich dachte, ich starte komplett real so. Hörst Ja, du mich ich höre gut? dich. Oh, ich höre dich sehr gut, ja, Mann. Ja. Ja, Mann, ich habe jetzt mal das neue T-Shirt. Alter, ohne Witz, du hast dich echt selbst übertroffen. Ja, Mann. Oh, Killer. Ja. Also, auch wenn das L ist, ne? Also 95 Kilo, 1,78 Meter. Doch ein Schmalspur drin, ne? Aber, Ja. Alter, die Qualität, die ist ja Bombe. Chillig, war es schön weich. Es, ja, Mann. Auch das Cap hier. Ich trage das nur andersrum, weil so sehe ich dann aus wie der Typ aus Kinderüberraschung. Weil ich fette Backen habe. Aber so sieht es, als hätte ich eine Glatze, ey. Meine Geheimratzecken werden auch nicht. Ah, du siehst gut genug aus für diesen Podcast. Ich bin ja auch noch mit Danke. drinne. Du peppst es ein bisschen auf, gell? Oh, ich wollte eher sagen, so das Niveau ist nicht so hoch angesetzt. Du hast Ja. jetzt uns beide gedisst, aber ein bisschen mehr. Ja, Ja, korrekt, Mann, dass wir uns wiedersehen. Und ich ja, freue mich. ist irgendwas Krasses in deinem Leben passiert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, wo man theoretisch philosophisch was anmerken könnte? Nicht im Podcast. Alles Nicht für die klar. Öffentlichkeit, also das kann man gerne danach machen. Also hat es was mit Nein, Frauen zu tun. nein, 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 um Gottes Okay. Willen. Ich lebe doch in Talsum, das weißt du. Jo. Ich Ich. wirklich, ja. Ah? Ich wirklich. Ja, du wirklich? Ich hab mich dir angeschlossen, habe jetzt auch seit 5 Monaten keinen Kontakt mehr zu Nur Frauen. 5 Monate. Ja, auch gestern an der Tür wollte mir eine zwischen die Beine. Lang, ne, habe ich dann direkt einen Kollegen gerufen, dass er sie raustut. Also, ich bin Echt? Oh, okay. da. Sollte man nicht Verhalten, was man öfter sehen möchte, unterstützend behandeln? Ich bin da sehr, sehr vehement. Also, ich übe mich in Enthaltsamkeit. Genauso wie du. Ja, Mann. So, jetzt warte mal. Jetzt suche ich noch mal kurz die Themen raus. So, ja, so, da bin ich. Was gibt es bei dir? Och, alles beim Alten, ja, alles Bombe. Ich habe jetzt gerade ein neues Buch angefangen, Der Weg zum wahren Adepten. Das ist ein Magierbuch tatsächlich. Ich dachte auch erst, als mir das jemand empfohlen hat, okay, Magier, okay, ich wollte eigentlich keine Taschenspielertricks lernen. Aber so wie ich das verstanden habe, ist Magie nichts anderes als eine übergeordnete Erklärweise aller Dinge, so wie Mathematik, Physik, also aller Dinge, die hier passieren. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt drauf, was da so stehen wird. Ist Kann aber noch nicht zu sagen. mehr so die spirituelle Schiene, schätze ich mal, oder? Spirituell wissenschaftlich aber auch Ja. eher. Also da werden Sachen wie Qigong, ich weiß nicht, ob du das kennst, oder ja, das sind so Atemtechniken und so Ah, auch, okay. wie die Mönche überhaupt, also die Mönche haben ja sehr krasse Leistungen, die können über Kohlen laufen, die wiegen weniger als wir beide und können Sachen zerschlagen und so weiter. Und das sind natürlich Sachen, die kann man sich erstmal nicht erklären, wo die Energie bei denen herkommt. Die bündeln ja auch ihr Chakra und so weiter. Und solche Sachen werden da erklärt. Ja. Okay. Ja, interessant. Ja, Ich Mann. habe jetzt auch ein paar Bücher auf meiner To-Do. Ich fasse dir auch ganz gerne zusammen. Wenn du Bock hast, kann ich dir ein paar Zusammenfassungen schicken. Da habe ich auch ein paar spirituelle Sachen, die ich selbst noch gar Gerne. nicht gelesen habe. Wir können auch mal eine Zusammenfassung im Podcast besprechen. Das Ey, interessiert ich, andere wir Leute haben, bestimmt auch. glaub mir, was das angeht, haben wir Stoff ohne Ende. Also als nächstes hätte ich eben vorgeschlagen, dass wir das Buch von David Goggins mal besprechen. Das Can't Hurt Me. Da Ja. gibt er nämlich 10 Lektionen preis, wie du dein Mindset stärken kannst. Also es geht nicht um das Mindset erweitern, sondern um das Mindset festigen, um das Stärken. Ja. Genau, Sollten und natürlich dann auch nur Leute machen, die ein Mindset haben, was sich es lohnt zu festigen. genau richtig, ja. Also für die ganzen Waschlappen ist es natürlich dann nichts. Oder für die ganzen Schneeflocken, ja, die sich wegen jedem Scheiß beleidigt fühlen oder sowas. Die ist es Ja, dann Mann. natürlich nichts. Ja, So, gut. fangen wir mal an. Jo. Jo, also, Lehre 1 heißt, wechsel die Perspektive. Du hebst wieder die Hand, gell? Ist jetzt ein bisschen Jo, länger. alles klar. Also, wechsel die Perspektive. Wir reagieren bei Missgeschicken anderer gleichgültig und machen bei uns aus einer Mücke oftmals einen Elefanten. Das Universum ist nicht gegen uns und Dinge passieren uns in der normalen Reihenfolge der Dinge, die allen Menschen passieren. Wir sind hierbei keine Ausnahme.
Stell Hier dir kurz, vor, Hand ist gehoben, kurz, ganz kurz, ja. kann man nur einhaken. Da wurde jetzt gesagt, was wurde jetzt im ersten Satz nochmal gesagt? Kannst du den ganz kurz nochmal wiederholen? Ja, wir reagieren bei Missgeschicken anderer gleichgültig und machen bei uns oftmals aus einer Mücke einen Elefanten. Okay. Ich kenne, okay, da gibt es wahrscheinlich auch zwei Versionen. Das ist einmal richtig, aber kommt vielleicht auf die Person drauf an, weil ich kenne auch viele Leute, die sind zu sich selber sehr ignorant, wenn sie einen Fehler machen, aber bei anderen Leuten fällt der Fehler sehr, sehr, sehr schnell auf. Aber es ist auch richtig, was ich auch kenne, ist, dass man bei kleinen, oder dass man, ja, oder warte mal, bei Dingen vielleicht, die einem widerfahren, da spielt man das bei anderen oft runter. Probleme anderer sind nicht so schlimm, aber meine Probleme, das sind Mücken, sind dann Elefanten, so ist es gemeint Richtig, wahrscheinlich. richtig. Genau, jetzt kommt nämlich die Erklärung. Ah, Also, okay, ja. stelle dir vor, etwas wäre einem anderen passiert, was dir eben zugestoßen ist. Würdest du es auch als schlimm bewerten? Wie sollte es dann schlimm für dich sein, wenn es nicht schlimm bei den anderen ist? Beispielsweise, ja, keine Ahnung, du chillst bei mir oder ich chill bei dir. Ich gehe in die Küche und mir zerbricht ein Glas und ich sage, ach Scheiße, mein Glas ist kaputt. Oh mein Gott, der Abend ist gelaufen. Und dann sagst du so, einfach, Glas ist doch einfach nur zerbrochen, so. Gibt es eigentlich gar kein Drama zu machen. Ja, aber wenn es halt dir passiert oder weiß ich nicht, du machst deinen neuen Sneaker dreckig. Ja, ich würde lachen, für dich wäre der Tag wahrscheinlich gelaufen. Das ist dann, wenn man sein sogenanntes Zentrum, also die Quelle seines Selbstbewusstseins, seines Selbstwertes auf den falschen Dingen hat, wie zum Beispiel seine Schuhe. Genau. So. Damit wird uns bewusst, wie bedeutungslos manche Dinge sind, die uns zustoßen. Denke an deine Reaktionen, wenn es jemand anderen passiert wäre, sollte dir etwas zustoßen. Das dient, um einen ausgeglichenen Geist zu bewahren und Verständnis für andere zu entwickeln. Genau. Also sprich, wenn irgendetwas dir zustößt, versetze dich in die Vogelperspektive und stelle dir gedanklich vor, würdest du es genauso als schlimm werten, wenn es jemand anderen passiert wäre. Und je nachdem, ob das ein Ja oder Nein ist, kannst du dann natürlich dann urteilen. Ne? Beispiel, du kommst zu spät in die Arbeit. Ja? Bei einem anderen würdest du lachen, bei dir ja, machst du ein Drama draus. Ist es nötig oder ist es nicht? Oder also man muss halt unterscheiden. Ja, man kann natürlich ein bisschen sich Stress machen, wegen Sachen, die passieren. Braucht man nicht reden. Aber wir reden hierbei von künstlichem Drama. Wir reden jetzt nicht, dass wir nochmal für die ganzen Leute, ja, jetzt ein paar Weichmacher. Wir sagen jetzt nicht, du sollst darauf scheißen, dass wenn du zu spät in die Arbeit kommst und möglicherweise deinen Job riskierst. Ja, das sagen wir nicht. Nur geht es um den Ausmaß des Dramas, was du hierbei erzeugst, um den Ausmaß dieser negativen Gefühle, die bei dir ausgelöst werden, wenn dir etwas passiert, was bei dem anderen aber für dich in deiner Welt nicht schlimm wäre, aber in deiner Welt, wenn es dir passiert, ist es halt schlimm. Das Alleine, beste wenn man Beispiel. sowas fragt, begibt man sich eben in den Zwischenraum zwischen Aktion und Reaktion, der sich freier Wille nennt. Und da begibt man sich in diesen Zwischenraum und kann dann natürlich ein bisschen besser Entscheidungen treffen und rationaler durch den Alltag gehen. Ja, das beste Beispiel ist auch zum Beispiel der Fleck auf der Hose oder der Fleck auf dem Hemd. Ja, Wenn Mann. das einem selber passiert, es geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Wenn man jemand anderes das passiert, dann findet man es eher lustig. Und oft ist es nicht mal nur, dass dieses Problem dann die schlechten Gefühle, beziehungsweise das Drama, was hier die schlechten Gefühle sind, erzeugt, sondern auch das Verrennen in diesen schlechten Gefühlen. Man denkt die ganze Zeit nach, man läuft in so einem Kreislauf und da dementsprechend werden diese schlechten Gefühle immer nur noch stärker. Und der einzige Weg, wie man aus diesem Kreislauf rauskommt, ist, wenn man ihn einmal kurz unterbricht. Das kann man entweder machen, indem man in der Meditation zum Beispiel einmal fokussiert an was anderes denkt oder beziehungsweise auf seinen Atem konzentriert oder auch, wenn man aus der anderen Perspektive das Ganze betrachtet und sich einmal kurz vorstellt, wie wäre es, wenn jetzt der Fleck bei dir zum Beispiel dran wäre, würde es aus meiner Perspektive eben so ein Drama erzeugen. Ja. Ja, Mann. Da hatte ich tatsächlich vor kurzem erst ein Beispiel, da hatte ich eine nagelneue weiße Nike kurze Hose an, Das schreit schon nach Drama. habe mich voll fresh angezogen, weißes T-Shirt, weiße Hose, weiße Sneaker. Dachte ich mir, boah, Bombe. Gehe ich raus und dann essen wir mit dem Kollegen draußen und da gibt es so eine Bettlerin bei uns in der Nähe. Ja, ich stecke ab und zu etwas zu und die gibt mir halt immer so, ja, so Bonbons. Dann hat sie mir drei Bonbons in die Hand gedrückt, es war aber heiß. Und ich habe die Bonbons, habe ich mich bedankt. Ja, ne?
Hab dann die Bombe Tasche. genommen, hab sie in die Tasche genommen. Dann nehme ich so meine Vape, ne, versuche so ein bisschen dran zu ziehen, dann, wieso klebt sie? Dann schaue ich auf meine Hände alles voller Schokolade. Dann schaue ich auf meine Hose, meine Hose komplett voller Schokolade. Fahre so das Zeug raus aus meiner Tasche. Der Kumpel schaut mich so an und ich nur so: Bitte bring mir eine Serviette. Und da Ja, musste ich Mann. selber drüber lachen, weil genau das habe ich dann auch angewendet. Ich habe dann mich gefragt, so, wie würde ich das bei ihm sehen? Ja, ich würde lachen, ich würde das witzig finden. Natürlich ist scheiße, ja, muss ich waschen, aber mein Gott, wir nehmen das Leben oftmals viel zu ernst, als es tatsächlich ist. Ja. Und diese Leichtigkeit fehlt den meisten, einfach mal die Leichtigkeit auch über sich selbst zu lachen. Das finde ich ja sehr schade. Alleine schon dieser perfektionistische Ansatz, oh, alles muss perfekt sein, das Outfit muss perfekt sein, ich muss gut riechen, all das schreit schon danach, dass irgendwas Schlechtes passiert. Denn ich kenne es auch so, die besten Clubabende hatte ich immer dann, wenn ich komplett abgeranzt von einem anderen Event irgendwo reingegangen bin und wenn ich mich extra fertig gemacht habe, ich habe einen Mittagsschlaf gemacht, dass ich perfekt vorbereitet bin, das sorgt dafür, dass man sehr ergebnisorientiert arbeitet. Das heißt, man stellt sich schon vor, wie es sein wird. Es muss so gut sein, es muss perfekt sein. Und Ergebnisorientiertheit schreit immer danach, dass man enttäuscht wird, weil es passiert sehr selten im Echtleben so, wie man sich es vorstellt. Und deswegen ist die Essenz dahinter vielleicht, man sollte gar nicht so perfekt auf alles achten, beziehungsweise man kann auch perfekt auf alles achten, aber man sollte nicht sich vorstellen, dass das jetzt auch so bleiben wird. Ich habe noch eine kleine Ergänzung. Es ist nämlich hier auch, Universum ist nicht gegen uns und Dinge passieren uns in der normalen Reihenfolge der Dinge, die allen Menschen passiert sind. Da habe ich zwei Punkte. Also da wären wir wieder nochmal im zweiten Teil von dem Satz bei der Sache mit, dass ihr seid einfach nichts Besonderes, Leute. Yannick ist nicht wirklich was Besonderes. Ich sage mal klar, wenn man jetzt die Allgemeinheit betrachtet, dann schon, ja. Aber im Grunde genommen, das, was euch zugestoßen ist, ist schon mal jemand anderen zugestoßen. Und die haben es überlebt. Die haben sogar mit viel schlechteren Karten das Spiel des Lebens angefangen zu spielen und haben noch viel besser gespielt als hier. Also, das heißt, ich will nicht euer Drama oder eure Situation oder euer Leid schmälern. Nur um das Mindset geht es hierbei. Andere haben es auch schon überlebt. Die anderen hatten noch viel schlimmere Sachen, die sie durchgemacht haben und ihr flippt aus, weil Handy-Akku leer ist oder irgendwas vergessen wurde. Ah, bitte, ja. Da gibt es auch Oftmals nicht übertreiben. eine Weisheit, ich glaube, das war von Seneca, da wird gesagt, betrachte, wenn dir irgendwas widerfährt, egal ob jetzt gut oder schlecht, betrachte es einmal jetzt von jetzt und dann alle vergangenen Ereignisse, wie es diese vergangenen Ereignisse zu dem Ereignis, was jetzt passiert ist, wie die zusammengespielt haben und du wirst sehen, es macht alles Sinn oder es macht zumindest nicht keinen Sinn. Ja, also wenn man sich jetzt mal fragt, ach, wieso habe ich jetzt den Unfall gebaut? Ja, dann guckt man einfach mal an, wie oft fährst du, wie fährst du, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit generell, auch wenn man nicht schuld ist, dass irgendein Unfall passiert. Und dann kommt, da wird einem klar, okay, das war jetzt kein Drama oder es war kein Schicksalsschlag, sondern es war einfach eine logische Sache, die hätte sein, Ja. die passieren können und dann auch passiert ist. Eindeutig. Und nochmal, Universum ist nicht gegen uns. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Mein allererstes Buch, weiß ich noch, über die Persönlichkeitsentwicklung vor 7, 8 Jahren, war von Bodo Schäfer, Die Gesetze der Gewinner. Und ich habe dann auch alle seine YouTube-Videos durchgespielt. Und in einem seiner YouTube-Videos sagt er, dass sein Mindset ist oder das Mindset eines Gewinners ist: Das Universum will mir nur Gutes. Das Universum liebt mich. Und all das, was mir passiert, passiert nur, um mich besser zu machen oder für etwas Besseres vorzubereiten. Und jetzt überlegt mal, wenn ihr so denkt, wie krass euer Leben dann dadurch beeinflusst wird. Ich meine, ich lebe seitdem tatsächlich auch so. Man kann mich jetzt auch als Egozentriker bezeichnen oder als Egomanen, weil ich denke, hey, ich habe nur das Beste verdient. Das Universum spielt für mich. Kann man sagen, aber wenn ich mit diesem Mindset rausgehe, ja, das heißt, ich bin schon irgendwo, wo ich noch nicht bin, aber dadurch, dass es schon unterbewusst bei mir einprogrammiert ist, will mein Bewusstsein das ins Gleichgewicht bringen und somit muss ich mir selber beweisen, dass ich es wert bin, Tag für Tag. Das heißt, ich reiße mir noch mal mehr am Tag den Arsch auf und gehe öfter trainieren, lese öfter, beschäftige mich mit Sachen, arbeite besser und so weiter und so fort, weil ich es mir selber beweisen will, weil ich es mir selber eingeredet habe.
Weißt du, wie ich es meine? Ich weiß, wie du es meinst. Also, es ist komplett irrelevant, ob es jetzt so ist oder nicht, aber es macht dich zu dem besten Ich, was du sein Genau, könntest. Das genau. meinst du Also damit. ich muss gar nicht so sein, wie ich es mir vorstelle, aber alleine, weil ich es mir vorstelle und ich es mir selber beweisen will, gehe ich viel freundlicher an die Menschen heran, viel, viel empathischer, bin grundsätzlich noch wissenshungriger, weil ich weiß, wo ich hin möchte. Ich bin da noch nicht, aber ich muss es mir selbst beweisen, damit ich diese Person sein kann. Weil ich diese Person schon unterbewusst bin. Also mein Glas ist schon sozusagen, mein Gefäß ist voll. Und ich fülle es langsam. Ja, Das Mann. ist so mein Mindset, wie ich durch den Tag gehe. Ja. Bisschen cheaten. Hast du noch was zu ergänzen? Ansonsten schallern wir in die Gerade nächste rein. nicht, auf jeden Okay. Fall. So, die zweite knüpft dann auch an die erste an. Und zwar nehme die Vogelperspektive ein. Die meisten Probleme erscheinen aus der Perspektive trivial, da sie im Geiste sind. Probleme werden unbedeutend und die Vergänglichkeit der Dinge wird uns vor Augen geführt, wenn wir es aus der Vogelperspektive analysieren. Wir sind oft in unserem Kopf gefangen und machen eine große Sache um jeden Preis. Wir erkennen die Banalität nicht an und erdrücken uns selbst im Geiste. Sprich, wenn das dir passiert ist, wären wir wieder bei dem Glas zerbrochen Beispiel. Du bist das Problem, weil du wertest es so, wie du es gerade wertest. Gib nicht dem Glas die Schuld oder nicht deine Hand, sondern gib deinem Geist die Schuld, denn du bewertest es so. Dinge sind einfach da. Nur du bist dafür zuständig, der Richter dafür zu sein, ob das gut oder schlecht ist. Und wenn du dich auch in die Vogelperspektive beamst, egal was dir passiert, wären wir wieder bei diesem Zwischenraum zwischen Aktion und Reaktion, der sich freier Wille nennt, wo man dann das Ganze nochmal sagen kann, okay, aus der Vogelperspektive, aha, ja, ist doch gar nicht so schlimm. Proaktivität, das heißt, du solltest selber bestimmen, wie du auf gewisse Sachen fühlst und auch reagierst und nicht reaktiv auf Sachen, die dir passieren, handeln. Ein gutes Beispiel, was mir da noch in den Kopf kommt, ist auch, nehmen wir mal an, ein negatives Kommentar oder eine Beschwerde kommt rein. So, wenn jetzt dich jemand dir das persönlich ins Gesicht sagt, so und so und so, dann fällt es einem sehr leicht, manchmal reaktiv zu reagieren. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, diese Beschwerde wäre jetzt eine E-Mail, dann ist es schon etwas entspannter, darauf so zu reagieren. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wenn jetzt eine Beschwerde reinkam, eine E-Mail, und du hast diese Beschwerde-E-Mail nicht gelesen, ändert es etwas an der Situation, also ob du sie gelesen hast oder nicht? Nee, außer dass du jetzt, wenn du reaktiv handelst, abgefuckter wärst. Und so kann man das manchmal auch handhaben mit allem, wie das zerbrochene Glas oder so. Kann sich manchmal vorstellen, wenn es jetzt wie eine E-Mail wäre, die ich nicht gelesen habe, ändert das etwas an der gesamten Situation, wenn ich mich jetzt aufrege oder nicht? Und die Antwort liegt wahrscheinlich jedem auf der Zunge oder im Kopf. Es ändert nichts an der Situation, wenn man sich aufregt. Eher, dass eher Schlechteres wieder passiert. Richtig. Und oftmals nochmal, es ist eure Wertung, eure Meinung über die Sache, die die Sache gut oder schlecht macht. Dasselbe, wenn ihr uns beim Reden hört, ja. Ihr könnt es natürlich sagen, boah, das ist voll der Müll und ah, was labern die, die wissen doch von gar nichts und bla bla bla. Kann sein, aber wir wissen mehr über gewisse Sachen als ihr, das ist schon mal Fakt. Sonst könnten wir jetzt auch keine Stunde voll labern mit irgendwelchen philosophischen Sachen und auch ausschweifen. Und das Ganze auch mit Beispielen belegen. Wenn du das nicht magst, dann schalt weg. Ja, wieso willst du dich in dieser negativen Stimmung befinden, dass du jemanden hatest, nur weil die versuchen, das Leben anderer besser zu machen, weil unser Feedback, was wir bekommen in den DMs, spricht für sich. Einige Menschen, die schon gesagt haben, hey, danke, es hat mich bei der und bei der Situation weitergebracht, es hat mir sehr geholfen. Danke, dass du das ausgeführt hast. Ja, ich habe jetzt deutlich entspannteres Leben. Und wie gesagt, wenn euch etwas nicht gefällt, ihr müsst es euch nicht antun. Ihr müsst es euch nicht anschauen. Ihr könnt es auch wegklicken. Ja, wenn ihr dann ganz wild unterwegs seid, dann könnt ihr auch eine negative Bewertung hinterlassen. Dann habt ihr uns nämlich einen ausgewischt. Aber im Grunde genommen sind Dinge so, wie sie sind. Wir wissen einfach, dass wir auch nächste Woche da sein werden und übernächste Woche und die Woche drauf. Während ihr, was macht ihr? Ja, dumm in die Ecke schauen. Wenn man jemandem vergibt, die erste Person, die davon profitiert, ist immer man selber. Und
Es ist einfach so, dass negative Kritik beziehungsweise Kritik generell ist natürlich schön, aber oft muss man sich manchmal fragen, warum möchte ich jetzt diese Kritik dalassen? Wünsche ich dieser Person gerade wirklich, dass sie daran wächst? Oder trifft es mich nur in irgendeiner Hinsicht? Oder also aus welchem Grund würde man überhaupt, aus welchem Grund würde man überhaupt eine negative Kritik abgeben? Also aus Hass wirklich? Oder kannst du das vielleicht beantworten? Also bei mir, was ich so gelernt habe, grundsätzlich Hate gibt es nur von unten. Nur von unten. Das heißt, Menschen, die müssen, du musst sie ja nicht unter dir sehen. Ja, also weiß nicht, ich bin keiner, der Menschen unter mir sieht. Ich versuche eher Menschen so immer zu pushen. Aber man hatet immer nur nach oben. Das heißt, der Mensch sieht dich irgendwo weiter und deswegen hatet er. Weil, sind wir mal ehrlich, Aber wenn der jetzt. wieso? Also weil das könnte man theoretisch kurz mal runterbrechen. Aus welcher Ja. Instanz raus oder welche Emotionen weckt einem das Gefühl, dass man das etwas jetzt kritisieren muss, also im ganz allgemeinen Sinne? Weil, also jetzt beispielsweise bei uns nehmen wir das Trainingbeispiel, ja, ach, die sind auch nur auf Stoff. Ach, die nehmen doch nur das. Ach, die machen sonst nichts anderes. Ach, ach, ach. Weißt du? Weil wenn der Mensch sagen würde, hey, krass, Alter, ne? Wie schafft ihr das so oft ins Training zu gehen? Wie funktioniert das Zeitmanagement? Wie hast du das erreicht? Wie hast du so krassen Ärmel bekommen? Und so weiter und so fort. Dann ist es halt ein ganz anderer Ansatz. Verstehst du? Aber so, wenn der Mensch sich eingestehen würde, dass das machbar ist, dann müsste er sich gleichzeitig eingestehen, er könnte es auch machen. Aber da sind sich die meisten leider zu bequem, zu faul, zu spröde. Und genauso auch das mit unserem Podcast. Ja, ich meine, wir sind jung, ja, aber wir haben schon gewisse Erfahrungswerte durch das Leben, das wir führen. Und wir haben natürlich einen Wissensschatz, den wir uns angelesen haben, den wir uns antrainiert haben. Und dann schaut uns natürlich irgend so ein 30-Jähriger zu oder 26, 27 und denkt sich, ach, was labern die? Ach, ich schalte lieber weg. Warum? Weil er müsste sich erst eingestehen, okay, die sind gar nicht so verkehrt. Die labern doch nicht immer nur Mist, sondern ist auch mal Sinnvolles dabei. Und zweitens müsste sich eingestehen, hey, die sind weiter als ich, weil ich habe mein Leben mit Fußball, Bier und Alufelgen verbracht und die haben Bücher gegrindet, die waren im Fitnessstudio, die sind jetzt im Boxtraining aktiv und so weiter und so fort. Das heißt, wir zeigen den Menschen einfach nur, wie miserabel sie waren oder sind. Verstehst du? Oder nicht wir oder grundsätzlich erfolgreiche Menschen zeigen den weniger erfolgreichen Menschen, ich will mich jetzt nicht als erfolgreich betiteln. Um Gottes Willen, ich bin bei weitem nicht da, wo ich sein möchte. Aber Fakt ist einfach, wenn du ein bisschen weiter bist als jemand anderes, der aber die gleichen Karten des Lebens ausgeteilt bekommen hat, du spielst aber besser, wie Konter, schlauer, dann müsste er sich eingestehen, dass du besser bist. Und er gesteht es sich unterbewusst ein, weil sonst müsste er nicht haten. Aber so müsste er sich nochmal bewusst eingestehen, fuck, okay, ich könnte auch meinen Arsch ins Fitnessstudio bewegen und etwas Sinnvolles mit meiner Freizeit machen, als die ganze Zeit Netflix, und die nächste Bierflasche aufmachen. Das erinnert mich ein bisschen an ein, beziehungsweise an ein, warte mal, wie nennt sich das? Also es erinnert mich ein bisschen an eine Technik, nämlich einfühlsames Zuhören. Und es geht darum, einmal sich die Frage zu stellen, was habe ich jetzt persönlich davon, wenn ich einer Person meine Meinung sage? Man hat offen gesagt und rational gesehen, ich habe nichts davon, wenn ich dir jetzt meine Meinung irgendwie präsentiere. Wovon hätte ich denn etwas, wenn ich mir genau, wenn du mir was erzählst, wenn ich mir genau zuhöre, genau mich reinversetze in das Ganze und nicht nur logisch zuhöre, sondern auch emotional zuhöre. Das heißt, ich spüre die gleichen Emotionen und ich versuche, die Welt aus dieser Persons Augen zu sehen. Nur dann erleuchtet sich bei mir wirklich eine zweite Perspektive auf die Welt und dann hat man die Chance, sich was rauszuziehen. Und das muss einem einmal klar werden. Also einmal drüber nachdenken, was habe ich aktiv davon, wenn ich einem meine Meinung aufdrücke, weil oft kommt es auch beim anderen Gegenüber ganz anders an. Es gibt zum Beispiel das Grundbedürfnis, das menschliche Grundbedürfnis, verstanden zu werden. Und das Problem ist, wenn ich dich nicht verstehe oder nicht verstehen möchte, dann weckt man in dir immer noch das Grundbedürfnis, dass du verstanden werden willst, zum Beispiel. Und du wirst eher darauf bedacht sein, deine Meinung wirklich zu präsentieren, anstatt mich zu verstehen. Das heißt, wenn ich verstanden werden möchte, dann gilt es erstmal, dich zu verstehen, weil dann dein Grundbedürfnis erfüllt ist, verstanden zu werden. Und so ergibt sich dann auch eine offene Kommunikation und eben auch der Mehrwert für beide Parteien, weil man hat
die Perspektive des anderen gesehen und kann gegebenenfalls seine Perspektive anpassen. Man muss aber auch nicht derselben Meinung sein. Also das ist, erfordert Disziplin und auch Geduld, sich eine andere Meinung anzuhören und sich wirklich reinzuversetzen, wenn man diese Meinung noch nicht teilt oder generell gar nicht teilt. Je differenzierter die Perspektiven sind, desto mehr Geduld und Disziplin erfordert das, aber desto mehr Mehrwert hat man potenziell dann auch davon. Ja, das hast du, glaube ich, auf die 7 Wege zur Effektivität, oder? Das ist der fünfte Weg der Effektivität. Ja, Ja, Mann, auf habe ich jeden auch Fall. gelesen. Da habe ich auch Ja. die Zusammenfassung von, können wir auch mal durchgehen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, jeder hat eine Meinung. Ja? Jeder hat eine Meinung zu allem. Aber ich bin zum Beispiel so einer, ich muss nicht zu allem eine Meinung haben. Weil oftmals, wenn es jetzt irgendwie um irgendwie Politikgeschwätz geht oder irgendwie über Themen, die halt mich nicht interessieren und ich dann nach Meinung gefragt werde, sage ich so, ey, ich habe da keine Meinung. Warum, wie kannst du da keine Meinung haben? Oh mein Gott, ein Mensch kann bei etwas eine Meinung nicht haben. Ja, warum sollte ich da eine Meinung? Es interessiert mich einfach nicht. Ich lege halt, Markus Aurelius, ja. Okay, sag du ich gerne. lebe halt nach dem Credo, not my people, not my problem. Das heißt, ich habe so meine Leute, deren Meinung mir wichtig ist. Okay? Was die anderen sagen, tun oder reden, es interessiert mich nicht. Und da wären wir wieder bei dem Thema Hate. Wenn du deine Meinung zum Podcast abgibst und du sagst, das ist beschissen und das ist langweilig und die labern nur Scheiße, geht es ja danach besser, wenn wir das wissen? Obwohl wir wissen, dass das, was wir von uns geben, Weisheiten von Abertausenden von Jahren sind, die bis heute Bestand haben und leider in Vergessenheit geraten sind und Gott sei Dank heutzutage ein Hype erfahren. Also wer bist du, dass du das urteilst, der vielleicht nur 10 Minuten vom Podcast gehört hat, der Stoizismus nicht mal buchstabieren kann? Und dann wären wir jetzt beim Feedback. Feedback kommt von jemandem, der auf Augenhöhe ist oder es besser kann als du. Das heißt, wenn zum Beispiel einer, der erfolgreichen Podcast führt und sagt, hey Jungs, pass auf, das und das gehört noch besser geschnitten, da die Passage könnt ihr noch besser machen, das Intro könnt ihr noch besser machen, das Outro und so weiter und so fort. Das ist wiederum was anderes. Das ist aus einer Position der Fülle. Das heißt, der Mensch möchte uns verbessern. Wenn das natürlich dann einer ist, der zu uns hinausschaut, er aber ein Videografiker ist und er sagt, hey Leute, gebt mir mal euren Podcast, ich schneide es für euch selber zusammen, dann ist es wiederum auch zwar aus Position, aber trotzdem aus Position der Fülle. Aber er sieht halt zu uns hinauf. Verstehst du? Und ich bin halt so einer, ich habe mir das angewöhnt, entweder mir, ich sage mal, mich berichtigen oder meine Meinung ändere ich nur, wenn der Mensch auf Augenhöhe ist und mir wichtig ist oder der Mensch ist da, wo ich sein möchte. Ein Sonst positiv interessiert es mich nicht, weil jeder hat eine Meinung. Du kannst es keinem recht machen. Und entweder machst du die Welt zu deinem Richter, dass du sagst, hey, du machst eine Umfrage an die Welt, soll ich A oder B machen? Ja, dann oder C? Ja, dann kommst du auf keinen gemeinsamen Nenner. Deswegen brauchst du so Menschen um dich herum, mit denen du auf Augenhöhe bist oder halt zu denen hinausschaust und lange kennst, damit du Wert auf ihre Meinung geben kannst. Weil wenn du dich von der Welt beeinflussen lässt, bist du ein Fähnchen im Wind. Ich meine, dann bist du ein Opportunist. Schau dir die Politik von heute. So bist du dann. Ein positives Feedback ist nichts anderes als eine Gewinn-Gewinn-Beziehung, weil dann natürlich beide Parteien was davon haben. Und für eine Gewinn-Gewinn-Beziehung sind drei Sachen nötig. Beziehungsweise ist vor allem nötig, einmal Integrität oder beziehungsweise Charakter, wo Integrität mit da drin ist und auch, dass man ein gutes Verhältnis zueinander hat. Es ist nötig, dass ein Überfluss-Mindset besteht. Und dieses Überfluss-Mindset, das ist das Essentielle, wo die meisten eben nicht haben. Die denken, okay, die machen einen Podcast. Wenn die jetzt damit Erfolg haben, dann schmälert das meinen potenziellen Erfolg, der möglich ist. Aber das ist es so nicht. Also dieses Überfluss-Mindset ist sehr, sehr, sehr wichtig für eine Gewinn-Gewinn-Beziehung. Und das Zweite, was nötig ist, habe ich jetzt vergessen. Aber was ich noch im Kopf habe, ist, was ich zum Beispiel auch noch einhaken wollte, zu dem, man muss nicht immer eine Meinung haben. Also Marcus Aurelius, you always have the option of having no opinion. Oder du hast Ganz immer die Option, keine Meinung zu haben. Und das ist sehr sinnvoll, denn man hat nur begrenzte Kapazität, worüber man nachdenken kann. Und wenn ich mir Meinungen bilde über Dinge, die mir schaden oder die mir vor allem auch nichts nützen, dann verschwende ich begrenzte Kapazität. Und das ist logischerweise natürlich nicht gut, weil ich diese Kapazität für was Positives verwenden könnte, die mich dann letztendlich auch weiterbringt. ja. Bei mir ist auch so ein tägliches Kontingent an Fix, die ich gebe. Und das ist halt sehr begrenzt.
Das heißt, ich gebe sehr selten Fick auf etwas. Und wenn dann irgendjemand ist, der irgendwie eine Meinung von mir hat, negativ, dann interessiert es mich nicht. Weil ganz ehrlich, wenn sein Leben so langweilig ist, dass er sich mit meinem Leben beschäftigt, dann tut mir diese Person eher leid, dass ihr Leben so langweilig ist, dass sie sich mit sowas beschäftigen muss. Dass sie die Dinge anschaut, um bewusst negative Gefühle in sich hervorzurufen, anstatt sich jetzt mit etwas Sinnvollem zu beschäftigen. Ich gucke mir doch auch nicht den ganzen Tag Feministenvideos an und kommentiere drunter, wie scheiße das ist. Ja, sowas wird es geben, aber ich habe da halt keine Meinung, beziehungsweise keine gute Meinung darüber. Also nicht die denen gefallen würde. Aber ich klicke da nicht drauf und ich tue das auch nicht disliken, weil was bringt mir das? Die Zeit wäre in etwas anderes besser investiert. Da lese ich lieber 5 Seiten oder 6 Seiten mehr von einem Buch. Ja, 100%. Also das begrenzte Kontingent der Fax, was du gerade genannt hast, ist nichts anderes als halt eine begrenzte Kapazität, worüber man nachdenken kann. Und wenn man Ja. sich mit Dingen beschäftigt, die einen eher in negative Schwingungen versetzen, also in Schwingungen der Hass, Eifersucht, lauter solche Sachen, das ist quasi wie dieses eine Meme, wenn jemand Fahrrad fährt und du nimmst diese Stange und schiebst sie selber ins Fahrrad vorne rein, in die Speichen, Ja. hin und dann beleidigst du oder dann blamest du noch jemand anders dafür. So ist es, genau das ist das, ja. Und am Ende des Tages sind wir ehrlich, Janik, die Menschen machen das ja nur, also die machen das und schaden sich selbst, ja. Karma holt jeden irgendwann ein, und wenn du ein negativer Mensch bist, der andere bei ihrem Tun, wo du merkst, hey, die haben Spaß dabei, dass du sie dann herunterwirtschaften oder zu diskreditieren versuchst, ja, dann hast du eigentlich ein ziemlich trauriges Dasein. Und dann habe ich eigentlich nur Mitleid für diese Menschen. Ja, aber dann ist ihre größte Errungenschaft, dass am Tag, dass sie über sowas halt geredet haben. Und dann denke ich mir, okay, ja. Aber das ist halt auch grundsätzlich Problem der Menschen von heute. Da das Denken so hochgradig kompliziert ist, urteilen die meisten lieber. Zu Karma kann ich auch noch eine kleine persönliche Sache sagen. Bei mir ist es oft so, es gibt immer noch Dinge, die lösen in mir Eifersucht oder einfach negative Dinge aus, negative Gedanken, dass du eine negative Meinung zu etwas hast. Und man muss jetzt gar nicht von sich wie der Allgöttliche oder so denken oder reden, dass man jetzt perfekt ist vom Charakter und so weiter. Es gibt immer Dinge, die machen dich eifersüchtig und so weiter. Aber wenn ich nur daran denke, Karma, wenn du alleine schlecht über Dinge denkst oder anderen Menschen in Gedanken Schlechtes wünschst, allein das fällt schon schlecht auf dich zurück. Alleine, wenn man dieses Grundgesetz kennt und auch danach glaubt und dann weiß, okay, ich höre jetzt einfach auf mit diesen negativen Sachen oder man erklärt sich erstmal kurz, warum, was weckt denn in mir diese negativen Gedanken? Man schlüsselt das einmal auf, spürt das Ganze auch, okay, das sind die Gründe, das empfinde ich gerade, lässt das Ganze gehen, dann hat man auch wieder Raum für was Neues. Und wie gesagt, man muss gar nicht der Engel auf Erden sein oder der Messias, aber alleine, wenn man allein dieses Grundgesetz kennt und sich ein paar Mal daran erinnert, dann reicht es schon und man ist auf jeden Fall ein besserer Mensch. Und Gedanken sind auch Übungssache oder auch Emotionen. Das heißt, wenn ich mich übe darin, positiv über auch andere Menschen zu denken, dann wird das auch mit der Zeit immer weiter passieren. Gut, dass du es jetzt gesagt hast. Ja, wir sind nicht die besten Menschen. Wir präsentieren uns auch so nicht. Wir haben auch unsere Makel, ja, an denen wir auch arbeiten. Aber uns geht es halt darum, besser zu werden, besser als Mensch zu werden. Das heißt, wenn wir mal aus der Haut fahren oder irgendwann mal ausflippen, heißt es nicht, oh, du bist doch der Stoiker. Ja, wir fahren auch aus der Ist Haut. Ja. Wir dir sind das kein. schon passiert in deinem Privatleben, dass du mal Ja. ausgeflippt und dann haben Leute gesagt, oh, du bist doch der Stoiker. Ja, dann hieß es, oh, der Juri wurde aggressiv, dabei ist er ja so ein Stoiker. Habe ich denen gesagt, wenn ich aggressiv bin, dann steht es morgen in der Zeitung. Also, ich wurde einmal ein bisschen laut, ja, aber auch ich habe Emotionen und ich habe auch diesen Wolf in mir, der negative Emotionen symbolisiert. Und manchmal zieht er mich halt in ein Gebüsch. Aber dann gehe ich aus dem Gebüsch raus, tu meine Kleidung ab. Vom ganzen Müll, und dann gehe ich weiter meinen Weg so. Ja? Und dann entschuldige ich mich bei allen Beteiligten, die das vielleicht mitbekommen haben. Aber das heißt jetzt nicht, dass man jetzt niemals mehr wieder irgendwas Schlechtes tut. Ja? Oder bewusst Schlechtes. Ja? Bewusst Schlechtes tut ja keiner, aber ich sage unbewusst. Ja? Kann ja immer wieder passieren. Aber was mich interessieren würde, Janik, Eifersucht. Willst du es im Podcast sagen, was es geht? Sehr Beispiel? gerne, sehr gerne. Weil das Ich möchte würde mich kurz noch interessieren, weil dann können eine wir das Bro gleich nochmal abarbeiten.
Ja, sehr gerne. Das ist ein geiles Thema. Eine Beobachtung möchte ich aber auch noch kurz vorher machen. Die Menschen, die an den trainiertesten Körper haben und am härtesten Sport treiben, das sind oft die Menschen, die früher entweder sehr fett, sehr dünn oder einen sehr, sehr schlechten Körper haben. Die früher einen mittelguten Körper hatten, das sind nie Leute, die sehr hart an sich arbeiten, körperlich oder sportlich gesehen. Und genauso ist es, glaube ich, mit der Stoik auch oder auch mit diesem mentalen, mit dieser mentalen Persönlichkeitsentwicklung. Die Leute, und da schließe ich jetzt uns ein, die sich exzessiv damit beschäftigen, die sind meistens auch in der Vergangenheit oder früher sehr stark geplagt von Dingen, die jetzt diese Philosophie beheben soll. Also wenn man früher sehr oft Ausraster hatte, gerade dann beschäftigt man sich mit der Stoik. Und deswegen, das ist wie wenn du zu einem Dickeren im Fitnessstudio sagst, ah, was machst du im Gym? Das ist dasselbe, wie wenn man zu einem mal sagt, der mal ausrastet, oh, du bist doch Stoiker. Das ist dasselbe Prinzip meiner Meinung nach. Und Eifersuchtssache, jetzt muss ich gerade überlegen. Es ist oft so, die Dinge, die man, also ich bin mir im Klaren darum, ich mache einfach mal ein Beispiel. Generell nehmen wir jetzt mal, also ich bin sehr glücklich mit allem, was gerade geht, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, eine Frau zu haben nach meinen Vorstellungen, mit der ich das alles teilen kann und Synergien habe. Und wenn ich das manchmal bei anderen sehe, dann weckt das ein bisschen in mir Eifersucht, aber das ist letztendlich einfach nur, also das ist dann auch nicht negativ gegen bestimmte Personen gerichtet, sondern ich weiß halt, es kommt aus einer Bedürftigkeit und das ist dann weiß ich auch, okay, das ist ein ganz normaler Wunsch, dass man das hat. Jeder strebt im inneren Kern, also sexuell ist jetzt mal beiseite geschoben, jeder in seinem inneren Kern strebt nach einem sich ergänzenden Part. Und wenn man diesen Wunsch hat, klar, am glücklichsten ist man, wenn man Wünsche komplett abstellt, das sagt auch die Philosophie, aber die Natur hat es einen eigentlich eingebrannt, dass man diesen synergetischen Part, dass man den sucht. Dementsprechend ist der Wunsch unvermeidbar und ganz normal. Und wenn man das nicht hat und denkt, andere haben es, oft denkt man es auch nur, dann weckt es natürlich Eifersucht in einem. Aber dann kann man, wie gesagt, ganz klar analysieren, warum habe ich diesen Wunsch? Okay, warum bin ich gerade noch nicht so in meinem Leben, dass es so ist? Okay, die und die Gründe gibt es. Und dann ist auch wieder gut. Und das habe ich auch gemerkt, wenn man das einmal nur geklärt hat für sich, dann verpufft das Ganze und dann kommt auch wieder positive Emotionen rein. Nur wenn man sich drin verhängt und sich darauf fokussiert und dann noch drüber, immer weiter drüber nachdenkt, warum und eigentlich bin ich doch besser und bla bla bla, all diese Sachen, dann wird das Problem immer größer. Mücke zu Elefanten, wie du auch gesagt hast. Und genau das sollte man eben auch vermeiden dann, ja. Ja, wie schön, dass du es nicht in sich reinfrisst, sondern das Ganze analysierst. Und Ja. deswegen eskalieren auch dann die meisten, weil sie Sachen in sich reinfressen und sich mit der Thematik nicht auseinandersetzen wollen. Wie jetzt auch hier mit dem Thema, ja, mit der Stoik. Ja, das wäre nämlich ziemlich unbequem, sich einzugestehen, wenn man sowieso ein kleines Ego hat, dass man gewisse Sachen noch nicht so drauf hat oder dass es jemand im gleichen Alter oder sogar jünger das besser drauf hat. Das ist auch natürlich sehr viel Ego-Eingeständnis oder bedarf es sehr viel Ego-Eingeständnis. Aber da muss man sich in erster Linie fragen, warum hat man überhaupt ein kleines Ego? Ja, weil man einfach das Leben führt, was einem halt jetzt nicht so glücklich stimmt. Und man hat keine Beweise, auf denen man eben sein Ego festigt. Ich meine, du kannst von mir aus ein großes Ego haben, wenn du das beweisen kannst, dass du das und das erreicht hast. Alter, krass, Respekt, ich ziehe meinen Hut vor dir. Aber die meisten sind dann eben, wie gesagt, aus der Position des Mangels, haben selten Position der Fülle gehabt. Und daher sind sie dann auch so frei mit dem Urteil und der Meinung zu allen möglichen Dingen. Weil es eben doch leichter ist zu gucken, bei wem das Gras grüner ist, anstatt mal um seinen eigenen Garten zu kümmern. Ja, und der Garten und den, damit meine ich den Garten im Kopf. Die ganzen negativen Glaubenssätze hinterfragen, die ganzen konditionierten, antrainierten Kindheitsmuster, die man hat. Und ja, und wenn du, jetzt wären wir bei der Beziehung, die meisten Beziehungen sind leider heutzutage sehr traurig. Weil die kommen meistens so zustande, der Frau ist langweilig und sie als beziehungsorientiertes Wesen braucht wen. Männer sind zielorientiert und brauchen nicht so unbedingt eine Frau an ihrer Seite. In der Regel. Ja, in der Regel. Wir reden jetzt nicht von der Symbiose und wir reden jetzt nicht, dass alle Frauen scheiße sind. Nein. Ein Mann ist zielorientiert und die Frau ist beziehungsorientiert. So, und jetzt kommt die Frau und die ist langweilig. Und dann denkt, dann schaut sie in ihren DMs und dann guckt sie, ja, der ist okay, der ist auch okay, der ist am Wochenende cool, der ist unter der Woche ganz akzeptabel. Und dann macht sie so eine Plus-Minus-Rechnung
Da trifft sich mit zwei und entscheidet sich dann letzten Endes für einen. Was haben die beiden gemeinsam? Die sind beide bedürftig. Ja, weil selten ist es so, dass ein Mann in dem, ich sage mal, von 20 bis 30, 35 Fülle an Frauen erlebt hat und somit diese Bedürftigkeit sich abtrainieren konnte. Das heißt, der Mann ist bedürftig, der Frau ist langweilig, Beziehung kommt zustande. Hey, wir vertragen uns ja ganz cool und wir können ja, wir haben gemeinsame Serien, die können wir ja gemeinsam gucken. Ja, und dann sind sie zusammen. Die Frau hat nie was von brennender Leidenschaft gehört, von authentischem Begehren. Begehren gibt es sowieso nicht, ja, weil der Mann ist wie ein Lichtschalter, er sieht die Frau nackt, bei ihm steht der Penis und dann gibt es Austauschsex. Sie braucht einen Orgasmus, er braucht einen Orgasmus oder er war heute besonders nett, deswegen macht sie dann die Beine breit. Ja, So aber dass die trocken habe ich Frau. lange nicht mehr über Liebe jemand reden hören, ja. Aber die Frau im Endeffekt brennt nicht für den Mann, er bringt nicht ihre Glocken zum Läuten, denn was bedarf es dessen, dass die Frau sich um den Mann kämpft? Oh mein Gott, jetzt hat der Juri gesagt, dass die Frau einen Mann kämpfen soll. Die Frauen sind beziehungsorientierte Wesen, der Mann zieht an, die Frau bindet, heißt es so schön. Und dadurch, dass die Frauen beziehungsorientierte Wesen sind, sind sie auf der Suche nach der besten Option, die sie haben können. Und wenn sie die beste Option haben, dann werden sie auch bereit sein, für diese beste Option sich ins Zeug zu legen, tatsächlich. Aber dadurch, dass die meisten Männer heutzutage nicht die beste Option für die Frau darstellen, hat sie Material ohne Ende und muss eben rausselektieren, wer ist okay unter der Woche und wer ist okay am Wochenende. Und ja, daher meine ich auch, dass, ich sag mal so, dass Eifersucht bei den heutigen Beziehungen, klar gibt es schöne Beziehungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Beziehungen scheiße sind, ja. Bitte keine Wörter in den Mund legen, aber ich wollte es einfach nur mal illustrieren, wie die meisten Beziehungen von heute stattfinden. Denn wenn sie anders stattfinden würden, wären die Scheidungsraten nicht so hoch, wäre die Anzahl der alleinerziehenden Mütter nicht so hoch, und jeder wäre glücklich, und würde nicht wie ein Grabstein in der Fresse mit einem Kinderwagen vor sich herschiebend irgendwo spazieren gehen, während beide AirPods im Ohr haben, weil sie keine Themen haben, über die sie miteinander reden können. Ich habe fertig. Zu den Beziehungen, ich denke, es ist auch so, dass die Symbiose zwischen Mann und Frau nicht mehr so gebraucht wird wie damals. Also dieses Gebrauchen fehlt einfach. Und der zweite Punkt ist außerdem auch, dass, warte, jetzt darf ich nur nicht den Faden verlieren, ich wollte noch was Drittes sagen. Ach ja, das ist immer das mit dem Überleg du, weil dann kann ich über die Kurzzeitgedächtnis. Symbiose reden. Ah, jetzt weiß ich wieder was. Also Ja. drei Punkte, warum viele Beziehungen wahrscheinlich heutzutage scheitern. Fehlender Bedarf an Symbiose, Ja. die Welt ist zu einfach. Zweiter Punkt, zu viele Fallen. Also die Sexualität wird einfach heutzutage sehr nach außen getragen. Und Werbungen, Tinder, all diese Sachen, das sind quasi Fallen, die überall lauern, um seine Liebe zu betrügen. Und das Dritte habe ich jetzt wieder vergessen. Danke, Kelly Weed, für dieses Sponsoring des Kurzzeitgedächtnisses. Nee, Also pass aber auf auf. jeden Fall, ich denke, mein Punkt ist klar. Auf jeden Fall ist es halt Ja. heutzutage auch einfach sehr, sehr schwierig, halt diese Symbiose überhaupt zu erzeugen, ja. Nee, ist es überhaupt nicht. Also da bin ich jetzt komplett anderer Meinung. Weil klar, die Beziehungen von heute, die finden aus Bequemlichkeit statt. Ja, nicht mehr aus Dringlichkeit. Damals, wo es noch Krisenzeiten waren, hat man sich zusammengefunden und hat voneinander auf anderen Ebenen profitiert. Und heutzutage kann die Frau alleine Geld verdienen, kann das, ist ja schön und gut. Aber das Problem ist, die Frau wird stärker in der Position, in der gesellschaftlichen Position, was ja gut ist. Aber die Männer, die ruhen sich aus, denken, oh, passt, geil, so muss ich nichts mehr machen. Das Problem ist, die Männer verstehen nicht, dass wenn die Frau stärker wird, die müssen noch stärker sein. Es ist eine Pflicht als Mann, stark zu sein. Und wenn du stark maskulin bist, finden dich stark feminine Frauen attraktiv. Das ist nun mal die Symbiose, von der du gesprochen hast. Und da ist egal, welche Zeiten wir haben, da kann die krasseste Feministin herkommen. Wenn da ein Typ ist, der für sie den Alpha verkörpert, dann wird sie für ihn brennen, dann wird sie für ihn die Haare färben, dann wird sie für ihn ihr Septum raustun, ihre Nippelpiercings, ihr Vagina-Piercing, wird sie alles entfernen. Weil sie Ah, sagt, nicht das das ist mein Mann. Septum. Das ist so der Mann meiner Träume. Für den bin ich bereit, Regeln, die ich für die anderen aufgestellt habe, fallen zu lassen. Und da wären wir wieder bei dem Punkt. Die Gesellschaft von heute ist nur so, weil die Männer es erlauben, so zu sein. Der Staat ist nur so mächtig, weil die Männer so schwach sind.
Und der Staat begünstigt eben auch, natürlich will man da auch einen Keil in die Beziehungen treiben, deswegen wird uns bewusst eingeredet, wir brauchen den anderen nicht. Aber tief innen drin ist in jeder Boss-Bitch da draußen eine Frau, die bindungsorientiert ist, die beziehungsorientiert ist und somit einen Bindungspartner benötigt, damit sie sich vollumfänglich fallen lassen kann. Und dann wären wir auch bei dem Problem. Diese Boss-Bitches und diese Karrierefrauen glauben, nur weil sie so einen Mann wollen würden, muss ich auch so sein. Nein, musst du nicht. Ein stark maskuliner Mann will keine Kriegerin daheim. Der will nicht Ellenbogen in der Gesellschaft treiben, dann nach Hause kommen und sich über die Rechnungen mit dir streiten. Ein Scheißdreck, da schickt er dich nach Hause, sagt, da packt seine Zahnbürste und geh. Und die Männer glauben, und deswegen sind die meisten von den Nice Guys, die glauben, oh, wenn eine Frau todesbedürftig ist und sie so lieb und nett zu mir ist, dann muss ich genauso zu der Frau sein. Komplett falsch. Wir als starke, maskuline Männer finden geil, wenn eine Frau bedürftig ist, wenn sie ohne uns keine Luft kriegt. Wir finden es gut. Aber die Frauen finden es total abtörend, wenn ein Mann so bedürftig ist wie die Frau selbst. Und da wäre mal wieder, dass jeder sieht die Welt so, wie er ist und kann nicht in andere Personen hineinversetzen. Ach Quatsch. 100%, das machen wir Das war Männer gerade aber auch. richtig schlau, Mann. Das machen wir Männer aber Ja. genau gleich, wa? Also wir denken auch, weil Ja. wir das Äußere bei Frauen so wertschätzen, oh, wenn ich mir jetzt die Haare schön mache, wenn ich mir jetzt den Körper aufbaue, dann finden mich die Frauen alle geil. Genau derselbe Trugschluss auch, wie wenn eine feministische Frau denkt, wenn die jetzt krass Geld verdient, einen krassen dominierendes Mindset entwickelt, selbstständig ist, dass Männer das geil finden, weil sie das geil findet. So. Das ist dasselbe Prinzip und deswegen werden wahrscheinlich auch Männer immer femininer und Frauen immer maskuliner, Ja. weil Männer einfach denken, dass Frauen das attraktiv finden, was wir Männer attraktiv finden und Ja. Frauen genau das Gegenteil. Also jedem könnte einfach mal ein Paradigmenwechsel nicht schaden, dass man sich einfach mal nicht vorstellt, dass der andere die Welt sieht, wie ich sie sehe, sondern wie er sie sieht eher. Ja, und auch oftmals dem eigenen Bauchgefühl folgen, das, was einem die Eier sagen. Ich glaube nicht, dass ein Nice Guy daheim sitzt und denkt, boah, heute habe ich wieder meiner Kollegin Kaffee spendiert, zum sechsten Mal. Also beim 12. Mal wird sie sicherlich mit mir ausgehen wollen. Aber meinst du nicht, dass der so da sitzt? Ich denke schon, wirklich, ja. Also ich kann mir das nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, egal wie viel Gedankenakrobatik ich betreibe, dass dieser Mensch glücklich und zufrieden ist. Das heißt, dieser Mensch hat einen inneren Frust in sich. Ja, also hör doch auf diesen Frust. Dein Frust ist gut. Wenn du frustriert über etwas bist, frage dich, woher der Frust kommt. Und dieser Frust kommt meistens, weil du einfach nicht deiner Bestimmung als Mann folgst. Und deine Bestimmung als Mann ist es, zu erobern, zu bauen, zu erschaffen, ja, zu verdienen, zu dienen, der Gesellschaft zu dienen und, und. Wenn du das nicht tust, wenn du einfach nur ein parasitäres Dasein fristest, dann wundere dich nicht, dass du dich beschissen fühlst. Dann hast du es einfach verdient, dich beschissen zu fühlen. Und einen guten Unterschied, den man auch kurz aufzeigen kann, ist der Unterschied zwischen einem Nice Guy und einem zum Beispiel Captain Whitebeard, der prinzipienorientiert Liebe gibt, ist, er gibt diese Liebe nicht, weil er etwas im Gegenzug erwartet, sondern man ist nett zu Menschen, weil man es einfach sein möchte. Und das ist genau das Gegenteil zu einem Nice Guy, der im Kopf diese Strichliste führt und denkt, okay, ich bin nett, weil ich möchte diese Nettigkeit zurückhaben. Das ist eine Art von Bedürftigkeit. Das ist Richtig. Bedürftigkeit nach Nähe eigentlich auch und guten Vibes. Aber das ist ein Trugschluss, dass man das dadurch erreicht. Wahre Nähe erschafft man nur dann, wenn man aus Prinzip Menschen was Gutes tut und wenn man aus Prinzip Menschen was Gutes tut und dadurch eben auch diese charakterlichen Symbiosen entstehen, also mehr Value Exchange. So entsteht, denke ich, wahre Verbindung, vor allem auch zwischen Männern, aber auch natürlich zwischen Mann und Frau, wenn man, ja, oder zwischen Mann und Frau muss man echt nochmal überlegen. Auf jeden Fall zwischen Männern. Also ich tue dir nicht was Gutes oder ich sage dir jetzt ein Kompliment, weil ich im Kopf habe, okay, dann mag mich Juri mehr. Sondern ich sage ein Kompliment einfach, weil es aus dem Herzen raus wirklich was Gutes ist. Und über die Zeit, wenn man seine Beziehung festigt, über eigentlich stumpf gesagt Value Exchange, also man hat eine Symbiose zueinander, dann festigt der Charakter und so schafft man dann auch Nähe. Also es ist quasi das Nice Guy-Syndrom, dass man möchte zu schnell die Nähe haben, anstatt den langen und harten Weg zu gehen, der Charakterbildung und der Freundschaftsbildung. So würde ich das jetzt beschreiben. Ein bisschen nicht durcheinander, aber dennoch denke ich richtig. Ja, aber was du da dargestellt hast, ist einfach das Phänomen, was die meisten Menschen auch haben. Sie geben, um zu bekommen.
und geben nicht, um zu geben. Also giving to give bedeutet geben aus der Fülle. Hey, ich habe was und ich gebe es dir. Was willst du von mir? Nichts. Und die Menschen, die trauen diesem Gefühl nicht mehr. Also wenn du ein Mensch bist, der gibt, um zu geben, aus der Position der Fülle heraus, dann ist das Weltbild der meisten Menschen leider schon so verkorkst, dass sie gar nicht mehr daran glauben, dass solche Menschen gibt. Weil sie, auch Frauen beispielsweise, wenn du der Frau dann was ausgibst, sagt sie, ja, hier, nein, hey, wenn ich kein Geld habe, dann lade ich dich auch nicht ein. So, verstehst du? Weil natürlich bei ihrer früheren Beziehung war immer 50-50. Oh, 50-50, Einkauf 50-50, dies 50-50, jenes. Alter, wenn du 50-50 mit einer Frau machen musst, um deine scheiß Miete zu bezahlen oder dein scheiß Autotank, dann hast du ganz andere Probleme als, und das Letzte, woran du denken solltest, ist in eine Beziehung zu gehen. Wenn du deinen Scheiß nicht selber finanzieren kannst und dafür eine Frau benötigst, um sie zu beeindrucken mit irgendwelchen Sachen, weil du gibst etwas, um sie zu beeindrucken. Du gibst ihr teure Geschenke, damit sie denkt, oh, weil du willst, dass sie denkt, oh, der ist reich und der ist bla bla bla. Ja? Du erschaffst in ihr den Eindruck, dass du etwas hast, wofür du dich aber verschuldet hast. Du sollst erstmal eine Fülle in dir kreieren, als Mensch, charakterlich, Prinzipien aufbauen. Dann sollst du deine Scheiße zusammen haben, deine Wohnung leisten können, dein Auto leisten können, vielleicht noch hier und da ein paar Side-Hustles aufbauen. Und dann sollst du dich erst auf den Datingmarkt begeben. Und diese Nähe, wo du gesagt hast, diese körperliche Nähe, das ist tatsächlich so, weil die Frauen wachsen auf, die machen Pyjama-Partys mit 8, 9 Jahren und 10, 11 und dann treffen sich zu einer Tupperdosen-Party und zu einer Dildo-Party mit 17, 18, 19, 20 und dann verbringen sie eine Nacht miteinander, kuscheln sie. Es ist völlig normal für Frauen im gemeinsamen Bett zu schlafen. Stell dir vor, wir würden beide im Bett schlafen. Das wäre doch voll cringe, Mann. Ja, aber die Frauen haben Ziemlich, diese. ja. Und die Frauen umarmen sich gerne und bla bla bla. Deswegen umarme ich sehr gerne meine Freunde. Wenn wir uns begrüßen, ich umarme sie. Deswegen ist Kampfsport auch so wichtig, weil dieser Austausch von Schweiß, von Blut, dieser Körperkontakt, diese Ist Übungen, wo du näher. den anderen fesselst, das ist Nähe. Du Ist schüttest so, ja. Pheromone aus als Mann, wenn du schwitzt. Und das nimmst du auch von anderen Männern wahr. Deswegen sagt man auch so schön, also jetzt zum Beispiel bei uns im Kampfsportstudio, wenn da trainiert wird, da kannst du Testosteron in der Luft schneiden. So dick ist die Luft. Abschneiden. Aber die Atmosphäre ist halt mega geil. Und danach hast du kein Bedürfnis mehr nach Nähe oder nicht so zwanghaftes Bedürfnis. Natürlich ist dann schön, wenn es dann eine Frau an der Seite hast und so weiter, mit der du das ein bisschen teilen kannst und alles drum und dran. Aber sollte halt nicht das primäre Ziel sein. Und deswegen Kampfsportstudio kann ich jedem nur empfehlen, auch damit ihr diesen Kontakt zu Menschen als normal erklärt. Weil oftmals ist es so, wenn du einen Menschen an der Schulter nimmst oder so, wenn du ihm einfach mal Lob aussprichst und du nimmst ihn an der Schulter oder hier am Schenkel oder du streichelst ihn am Rücken. Das habe ich sehr oft festgestellt als Vorgesetzter bei meinem Team, dass die meisten dann so, du streichelst sie am Rücken, sagst, oder klopfst sie auf den Rücken, sagst, ey, Alter, hast du gut gemacht. Und dann kommt so eine Zuckung, ja, die brechen sich fast die Halswirbel bei der Zuckung, weil sie das gar nicht gewohnt sind, dass jemand überhaupt Nähe zu denen aufbaut. Ja. Was ich auch auf jeden Fall noch beobachtet habe, oder wie man zum Beispiel jemand erkennen kann, der einmal prinzipienorientiert nett ist, oder auch jemand, der Nice Guy-Syndrom nett ist, das heißt, er macht was für einen Gefallen, ist oft, wenn Männer Frauen ganz anders behandeln als zum Beispiel ihre Freunde. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinen guten Freunden am Tisch sitze, und die Rechnung wird geteilt, aber dann sitze ich mit einer Frau am Tisch und ich übernehme die Rechnung. Das sagt mir schon wieder, dass auf jeden Fall das ausgegeben wurde, weil man die Frau imponieren möchte und letztendlich langfristig was im Gegenzug erwartet. Und jemand, der aus Prinzip jeden gleich behandelt, behandle Freunde, also Männer und Frauen gleich behandeln. Das ist so die grobe Essenz dahinter. Und das sollte man einmal sich vielleicht kurz selber reflektieren, ob man selber Männer und Frauen überhaupt gleich behandelt oder ob man zu Frauen netter ist, ob man denen eher einen Gefallen tut, als jetzt zum Beispiel einem Mann, wenn er mal auch bei Fremden zum Beispiel, wenn ich jemand am Wasserspender irgendwie Hilfe braucht, würdest du, wenn das jetzt keine hübsche junge Frau wäre, würdest du dem der auch helfen? Würdest du einem Mann auch helfen? Muss man sich selber manchmal fragen, weil wenn man nach Prinzipien Menschen helfen möchte, Gutes tun möchte, dann hilft man jedem gleichermaßen. Und wenn man sich selber beobachtet, man tut es nicht. Dann
dann kann man auf jeden Fall mal kurz nochmal an sich arbeiten, eine Runde. Ja, das hast du auf jeden Fall sehr gut gesagt, nur um das Beispiel mit dem Daten nochmal klarzustellen. Ja? Also es kann zahlen natürlich jeder, wie er will, aber wenn du die Frau zu einem Date einlädst und jetzt nochmal ein Tipp an die Männer, wie lädt man eine Frau zum Date ein? Du sagst sie, hey, pass auf, wir gehen essen, wenn du sie noch gar nicht kennst, erstes Date. Du sagst ihr, pass auf, hey, Kleine, wir gehen essen. Du wirst niemals erraten, wo. Hast aber zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, die sie schreibt, ist das, wo du das Essen reservierst. Und wenn du sie schon eingeladen hast, wenn du das Date initiiert hast, was du auch tun solltest, die Männer jagen bis zum ersten Date. Danach hört das, die Jagd auf. Danach sollst du genug Anziehung als Mann aufgebaut haben, dass die Frau dir nachjagt. Und dann bist du in einer sehr guten Position als Mann. Aber nichtsdestotrotz, wenn du die Frau zum Essen einlädst, dann hast du auch die Rechnung zu bezahlen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn du einlädst, wenn du die Initiative ergreifst, dass du Bock auf die Frau hast, dann lädst du sie ein. Punkt. Da gibt es sonst, in meiner Welt gibt es da sonst keinen validen Grund, warum du eine Frau zu einem Essen einlädst, sie fragst, wo, beziehungsweise geheimtuerisch fragst, wo sie gerne wäre, dann reservierst du dort und sagst, ja, wir teilen die Rechnung. Natürlich, wenn das Date scheiße war und die leuchtet mehr als der SPD-Parteitag mit roten Flaggen, dann hier, legst dein Geld hin, sagst, hey, ich muss gehen, tschüss. So. Oh, das würde ich sogar dann nicht mal sagen, war. Also ich würde sogar sagen, wahres prinzipiengetreues, nettes Handeln wäre dann, selbst wenn die Frau hässlich ist oder wenn es nicht weibt, selbst dann lädst du sie ein, weil du erwartest ja auch nichts im Gegenzug. Daran würde ich das auch nochmal festmachen. Außer natürlich, sie sieht anders aus auf den Bildern so, dann hat ein Akt der Täuschung stattgefunden und dann darf man auch den Akt der Täuschung wiederholen. Darf man das wiederholen? Dürfte man wahrscheinlich, aber wenn man ein wahrer, prinzipiengetreuer Mann ist, würde man selbst Ja. dann, wenn einem Unrecht getan wird, würde man dennoch die Rechnung bezahlen. Du hast Siehe recht, auch ja. wieder White Geld Pierce, der hinlegen geht und mir nicht mehr gehen. aus dem Kopf. Der würde dennoch, auch wenn er ins Herz gestochen wird, den umarmen. Und das ist dasselbe. Ja. Das heißt auch hier, wenn schwere Einkäufe zu tragen sind, ja nicht nur der hübschen Dame, nicht nur der hübschen Nachbarin helfen, sondern auch der Oma und dem Opa mit der Ja. kaputten Hüfte. Ganz einfach. Hast du gut gesagt, ja. Perfekt, Passt. Mann. Nochmal kurz zu dem Thema mit dem Hate. Ja, was ich noch Haben wir gerade angehen. eigentlich erst eine Lektion durchgemacht, oder was? Zwei, zwei, zwei. Wir sind Okay, in der krass, dritten. Mann, ja. Nochmal kurz zu dem Hate, Ja. was ich noch anbringen will. Wenn uns, also die wenigsten wissen, was wir an Arbeit in alles reinstecken. Die wenigsten wissen. Wenn sie nicht nahe Berührungspunkte zu uns haben, wissen sie nicht, wie oft wir trainieren, was wir was wir unserem Körper überhaupt zumuten, wie unsere Routine aussieht, wann wir uns Wissen aneignen und so weiter und so fort. Und parallel schaffen wir das, was auch noch alle anderen schaffen und dann sagen, boah, die brauchen Entspannung und weil sie so viel Stress hatten. Okay? Dadurch, dass es die wenigsten wissen, warum sollte ich dann jemanden oder eine Meinung wertschätzen, der nicht weiß, was ich leisten muss, der das noch nie geleistet hat? Warum sollte ich seiner Meinung, er kann seine Meinung offen kundtun, aber ich werde seiner Meinung kein Gewicht geben in meiner Welt. Ja? Für mich sind es dann ausgesprochene Laute, aber es ist nichts, was ich an mich ranlasse, weil dieser Mensch weiß nicht, wie viel Aufwand es gebraucht hat, damit ich da bin, wo ich jetzt bin. Und ich sage nicht, dass ich jetzt oben bin. Nein, 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 nein. Ich meine nur, dass die meisten Menschen wissen nicht, was du durchgemacht hast, meinen aber aus ihrer Position, wo für sie das meiste anstrengend und langweilig und störend ist, zu urteilen, was gut und was schlecht für dich ist. Und das können nur die nachempfinden. Und deswegen meine ich ja, schaffe dir dein Inner Circle, deinen eigenen Richtersaal aus Menschen, die dir wichtig sind, die auch Berührungspunkte zu dir haben, die auch nachempfinden können, wie hart dir manche Sachen fallen. Oder wie leicht dir manche Sachen fallen, damit sie sagen können, hey, pass auf, ich weiß, du machst das, 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 aber guck mal, das wäre vielleicht besser. Und dann kommst du jetzt ins Nachdenken. Das ist dasselbe, wie wenn du zum Arzt gehst und der Arzt, der hört sich gar nicht deine Beschwerden an oder der guckt gar nicht, was ist, sondern der gibt dir direkt das Medikament. So, also nur jemand kann dir nur richtiges Feedback geben, wenn er auch komplett eigentlich weiß, wie dein Tag aussieht,
was man gemacht hat, was man für eine Arbeit geleistet hat, um etwas zu erreichen. Und das ist aber auch kein Hexenwerk. Man kann das alles erfragen. Oder wenn man Feedback hat, dann kann man auch einfach mal kurz erfragen, gibt es einen bestimmten Grund, warum du es nicht so und so gemacht hast? So, und dann erzählt der andere. Und dann geht man wiederum darauf ein und versucht, den anderen zu verstehen. Und so gibt man auch gutes Feedback. Also Feedback kann man auf jeden Fall geben. Aber wenn man stumpf aus seiner Sicht sagt, man hat jetzt hier 10 Minuten zugehört, stumpf aus seiner Sicht sagt, blöd, Ball, bam, dann ist es wie, wenn der Arzt einfach dir das Medikament hinklatscht, ohne dich überhaupt vorher gefragt zu haben, was du jetzt überhaupt hast. Du bist noch gemutet. Warte mal, oder liegt es an meinen? Ich höre dich nicht. Ah, nee, du bist gemutet auf jeden Fall, das sehe ich jetzt. Aber jetzt hört man dich immer noch nicht. Warte mal, irgendwas ist jetzt gerade. Einen Augenblick. Jetzt, jo. Hörst du mich jetzt? Ja, Ja, denn jetzt. das Mikro ist irgendwie ausgegangen, weil die Batterie leer ist. Ja, warte mal, Sollen wir ich dann muss. kurz die Abmoderation machen? Dann haben wir echt schon 1 Stunde gemacht. Dann können wir noch eine zweite Folge machen. Ja, perfekt, dann machen wir so. Alles klar. Danke fürs Ja. Einschalten. Juris Mikro ist wieder aus. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Gebt uns gerne Feedback, aber auch nicht zu viel, denn ihr wisst, wie wir jetzt drüber denken. Danke Schreibt uns gerne. Oh, man hört mich jetzt euch. wieder. Gebt gerne noch abschließende Worte. Okay. Keine abschließenden Worte. Juri fehlen die Worte. So glücklich ist er hier bei euch im Podcast zu sein. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.